Eine mangelnde Ernährung tritt ganz allgemein vor allen Dingen auf bei Tumorpatienten mit einer aktiven Erkrankung. Und sehr relevant ist das bei den Patienten, die wir nicht heilen können, die sozusagen eine palliative Situation haben. Und man kann das einfach, man kann das kompliziert sehen. Das Einfache wäre Körpergewicht. Nach allem, was wir wissen, ist es nicht relevant, ist ein Patient übergewichtig, normal oder untergewichtig, sondern hat er Gewicht verloren. Der Gewichtsverlust ist das Relevante. Und wenn wir das genauer angucken, scheint sogar nicht das allgemeine Gewicht, sondern die Körperzellmasse das Relevante zu sein. Die Körpermuskelmasse, die verloren geht, das ist das, was die Prognose des Patienten beeinflusst. Energiebedarf bei Tumorpatienten entspricht im Prinzip dem eines Nicht-Tumorpatienten, eines gesunden Patienten. Diese Vorstellung, der Tumor frisst die Energie, ist in aller Regel nicht richtig, weil die Tumoren häufig nur einen ganz geringen Bruchteil des Körpergewichtes ausmachen. Tumorzellen selber verbrennen ein bisschen mehr Energie als eine gesunde Zelle, aber nicht in dem Maße, dass tatsächlich der Tumor die Energie eines Patienten auffrisst. Wenn man misst, verbrennt ein Tumorpatient vor allen Dingen im Ruhezustand, schlafen, sitzen, mehr Energie als ein entsprechender gesunder Mensch. Aber Tumorpatienten bewegen sich weniger und verbrennen deswegen weniger, sagen wir mal, Bewegungsenergie. Die Summe von beiden ist praktisch normal, sodass wir auch Formeln einsetzen können, die für Gesunde gelten, um den Energiebedarf eines Tumorpatienten zu bestimmen. Der Nährstoffbedarf ist auch angenähert dem, was man für gesunde Personen nimmt. Wir sagen, wenn man in Zahlen rechnet, 25, 30 Kilokalorien für jedes Kilogramm Körpergewicht wäre eine gute Zahl für einen Tumorpatienten. Wir empfehlen für Tumorpatienten etwas mehr Energie als für Gesunde. Die Gesundheitsorganisationen empfehlen ja für gesunde Personen etwa 0,8 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Bei Tumorpatienten sagen wir möglichst mehr als 1 Gramm, möglichst mehr als 1,2 Gramm bis zu 1,5 Gramm Eiweiß pro Kilogramm Körpergewicht. Also ausreichend Energie, ausreichend Eiweiß scheinen ganz wichtige Punkte zu sein. Bei Mikronährstoffen ist es ein bisschen schwierig. Es gibt wenig Daten. Wir empfehlen deswegen für Tumorpatienten nicht, was man vielleicht vermuten könnte, mehr Mikronährstoffe, also Vitamine und Spurenelemente als für Gesunde, sondern den für Gesunde empfohlenen Bedarf. Das ist so der Stand, wie das heute mangels besserer Daten empfohlen wird. Da gibt es Lehren oder Irrlehren, wie ich die Energie verteilen sollte. Letztendlich deswegen, weil wir keine richtig guten Daten haben. Was man weiß, ist ein Tumorpatient, der eine aktive Erkrankung hat, die häufig dazu führt, dass man eine systemische Inflammation hat. Katabole, Hormone, Mediatoren sind aktiviert. Und diese Patienten haben häufig eine Insulinresistenz, eine Glukoseintoleranz, zumindest in Maßen, sodass die Empfehlung aus dieser pathophysiologischen Vorstellung ist, mehr Fett anzubieten, weil Fett gut verbrannt und verwertet wird bei Tumorpatienten, während Glukose, sind wir eher vorsichtig und sagen nicht mehr als 3 Gramm pro Kilogramm. Das macht ja vor allen Dingen dann Sinn, wenn ich eine künstliche Ernährung zusammenstelle und sage, wie viel Eiweiß, wie viel Kohlenhydrat, wie viel Fett soll drin sein. Bei einer reinen Ernährungsberatung, gerade bei Patienten, die Gewichtsprobleme haben, die Gewicht verlieren, sagen wir häufig, die sollen vor allen Dingen das essen, dass ihr Energiebedarf gedeckt wird und nicht die Mangelernährung fortschreitet. Ist im Grunde auch einfach zu beantworten. Der Tumor holt sich im Grunde das, was er haben möchte, was er braucht. Diese Ideen, kann ich den Tumor aushungern? In Tiermodellen funktioniert das zum Teil wirklich. Wenn ich Tieren Tumoren implantiere und diese Tiere hungern lasse, dann wachsen die Tumoren nicht so gut. Aber sobald, das endet natürlich mit dem Verhungern des Tieres, sobald man wieder mit dem Füttern anfängt, hat der Tumor einen Wachstumsvorteil und wächst sogar besser als vorher. Sodass man das eigentlich nicht für den Menschen empfehlen würde. Aushungern geht nicht. Der Tumor kommt mit niedrigen Glukosespiegeln im Blut zurecht, zieht daraus den Zucker und verwertet das für sein Wachstum. Also dass wir sagen, das sollte nicht relevant sein für die Zusammenstellung einer Ernährungstherapie oder für eine Ernährungsberatung. Krebsdiäten beruhen ja in aller Regel darauf, dass man sagt, ich möchte den Tumor aushungern und ich möchte den
Menschen, der erkrankt ist, sozusagen stützen. Und nach allem, was wir wissen, ist das extrem schwierig. Diese Vorstellung hat man bisher nicht wirklich sinnvoll umsetzen können, sei das, man nimmt Ideen wie ketogene Kost, kohlenhydratarme Kost. Es gibt Versuche, die Getreidemenge in der Nahrung wieder anzuheben oder zu verändern. Es gibt fleischarme oder fleischfreie Kostformen. Es gibt reine Fleischkostformen. Es gibt viele, viele Versuche, die alle sozusagen das Ziel haben, den Tumor klein zu halten und den Wirt, den tumortragenden Menschen zu stützen. Die Datenlage dazu ist nicht so überzeugend, dass man sagt, irgendeine dieser Formen ist tatsächlich bisher empfehlenswert. Die künstliche Ernährung ist teuer. Ist kompliziert, ist gefährlich über eine Magen-Darm-Sonde, über einen parenteralen zentralvenösen Zugang, ist kompliziert, belastet den Patienten. Die Empfehlungen aller Fachgesellschaften sind, diese Form tatsächlich nur dann einzusetzen, wenn der normale Nahrungsaufnahmeprozess gestört ist. Probleme im oberen Gastrointestinaltrakt, Schluckstörungen, da kann eine Sondenernährung, PEG oder auch in Tierjunum gelegte Sondenspitze funktionieren. Bei Problemen mit dem unteren Dünndarm, multiple Stenosen, schwere Malabsorption, da kommt eine parenterale Ernährung in Frage, weil dann einfach die oral, entweder Sonde oder normal zugeführte Nahrung nicht ausreichend verdaut wird. Pharmakologische Substanzen mit einer Pille oder einer Spritze, die Mangelernährung behindern, aufzuheben, ist natürlich ein Wunschtraum. Das ist bisher nicht gelungen. Es gibt eine ganze Reihe von Ansätzen. Einige sind zumindest interessant, dass man mit antiinflammatorischen Omega-3-Fettsäuren versucht, sozusagen die systemische Inflammationsreaktion zu bremsen. Ist ein Punkt, da gibt es einige Studien, die zeigen, dass man damit Appetit, Körpergewicht, Wohlbefinden verbessern kann, kommt aber nicht in allen Studien so raus. Neuere Substanzen sind in der Prüfung, dass man sozusagen das Hungerhormon, das Ghrelin in Tablettenform, das Anamorelin, was sozusagen an diesen Hungerhormonrezeptor, den Ghrelinrezeptor geht, sind große Studien gelaufen, die einen Teil der klinischen Symptome des Patienten verbessert haben, Nahrungsaufnahme, selbst die Muskelmasse. Das kam aber bisher nicht zur Zulassung, weil die geforderte Verbesserung einer Muskelfunktion, eines Funktionstests nicht ausreichend verbessert wurde, sodass wir da weiter auf, wahrscheinlich muss man über neue Studien gehen, um zu sehen, lässt sich diese Substanz doch in die Klinik bringen. Andere neuere Substanzen sind zum Beispiel ein Analog der Androgene mit reiner Wirkung auf die Muskulatur zur Steigerung der Muskelsynthese. Auch da sind die randomisierten, zur Zulassung führenden Studien nicht ausreichend beendet worden, sodass auch diese Substanz bisher nicht verfügbar ist. Und man sagen muss, der Wunsch mit einem Medikament, die Tumorkachexie zu behindern, zu bekämpfen, ist weiter sozusagen noch ein bisschen in der Zukunft. Zur Verbesserung der Nahrungsaufnahme, zur Verbesserung des Appetits gibt es ein paar Substanzen, die auch zugelassen sind, die man einsetzen kann. Das eine wären die Corticosteroide, die, das weiß natürlich jeder, der die einsetzt, die Appetit verstärken, die Nahrungsaufnahme anheben, die das Körpergewicht verbessern. Wobei wir, wenn man genau hinguckt, sehen, es wird vor allen Dingen die Körperfettmasse, die Wassereinlagerung verstärkt und es kommt nicht wirklich zum Aufbau von Muskelmasse. Wenn man Steroide längere Zeit einnimmt, kommt es zu Immunsuppression, kommt es zu Muskelabbau, kommt zu Magen-Darm-Ulzerationen und so weiter. Sodass diese Substanzen sagen wir, auch aus psychologischen Gründen in schwierigen Situationen für kurze Zeit, 2 bis 3 Wochen eingesetzt werden können. Auch was ja bei fortgeschrittenen Tumorpatienten manchmal der Fall ist, die Familie ist in Sorge, der Patient isst nicht und dieses Essen kann sozusagen die ganze Kommunikation aufnehmen und dass man einfach sagt, da kann man mit Steroiden Appetit verbessern, Nahrungsaufnahme verstärken und dann so ein bisschen den Druck aus einer psychologischen schwierigen Konstellation nehmen.
Gestagen ist eine andere Substanzgruppe, wurden in den 80er, 90er Jahren eingesetzt, liefen Studien, die aber alle zwar zeigen, Appetit und Nahrungsaufnahme wird besser, es verbessert sich aber auch da nicht die Muskelmasse, sondern die Körperfettmasse, haben Thromboembolie-Risiko. Da hat im Grunde der Einsatz über die letzten 10, 15 Jahre hat eher dramatisch abgenommen, wenn ich das so sage. Das spielt eigentlich keine Rolle mehr in der Klinik.